Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Fun-Dienstag. Wir werden heute zum GTI-Treffen Richtung Österreich fahren, zum Wörthersee GTI-Treffen 2020. Der Golf 2 GTI ist am Start und ja, wir sind gerade in der Nähe von Nürnberg. Wir haben über 600 Kilometer offen und das bedeutet Schubrakete ohne Navigationssystem. Aber dafür mit einer außergewöhnlichen Lackierung. Ja, so ein bisschen schwarz-blau habe ich den gemacht. Ich wusste nicht, welche Farbe ich nehmen sollte. Das war schrecklich. Kein Navigationssystem. Oh je. So, wir schalten den Wagen an. Er ist vollgetankt. Alle Sachen wurden vorher nochmal kontrolliert. Uiuiui. Und wir sollten auf jeden Fall mal probieren, dass wir nicht das Auto kaputt fahren. Und wir sollten einfach mal gucken, ob wir richtig fahren. Nee, wir fahren... Oh je. Wir fahren die ersten Meter schon falsch. Das läuft ja. Das läuft ja wie ein Länderspiel. Die Scheiben sind ein bisschen zerkratzt. Hoffentlich gibt es da keinen Punktabzug. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben. Wer war schon mal beim GTI-Treffen am Wörthersee? Ich auf jeden Fall noch nicht. Das ist ja in der Nähe von Klagenfurt, deswegen werden wir hier erstmal Richtung Klagenfurt. Da ist unser Hotel 2020. Ja, VW-Treffen. Es ist ja gar kein VW-Treffen. Ja, kann durchaus sein, weiß ich nicht. Glaube in den 80er Jahren, war das 83, 84, hat das angefangen mit dem VW-Treffen. Und Mitte der 2000er hat sogar den VW da ein bisschen gesponsert. Das ist ein Festival, wo bis zu 150 bis 200.000 Leute mit am Start sind. Also schon mächtig aufgeblasen, kann man schon sagen. Und ja, das ist die Klientel von GTI-Freunden oder VW-Freunden auf jeden Fall versammelt. Deswegen dachte ich mir, lass uns mal da ganz schnell hinfahren. 600 Kilometer. Ich hoffe, dass wir es in 20 Minuten geschafft haben. Das bedeutet auch, dass wir das Auto dieses Mal heile lassen. Ja, wir müssen auf jeden Fall heile ankommen. Ey, ich habe jetzt aufs Navi geguckt. Warte mal, wir müssen, glaube ich, jetzt hier ab. Wir müssen auf die A3 Richtung Graz fahren. Ich habe extra von der Tankstelle die guten Birnen geholt. Naja, was ist denn das für ein Eichelprinz hier? Aber ohne Navi fühle ich mich ja auch ein bisschen, ja, ein bisschen fehl am Platz. Sag mal, fährt der ein bisschen schneller? 160, was ist das für ein GTI? Ja, die kleine Maschine hier genommen, wa? Aber wir sind auf jeden Fall noch auf dem richtigen Weg. Und gucken wir mal, ja, hier runter Richtung Prag, Linz. Machen wir mal richtig. Ja, ich hätte wahrscheinlich die Sache noch mal ein bisschen besser angucken müssen. Ah, die Scheibe ist aber auch ordentlich kaputt. Da wirkt das alles ein bisschen komisch. Was ist denn eigentlich, wenn ich das Licht ausmache? Ah, ja. Doch, ich fahre richtig. Uiuiuiui. Ah, wir machen mal Licht wieder an, ne? Ja, komm. Mit unseren Zehnern, die sollen gleich wissen. Ja, ich extra diese Hupe eingebaut, nur für euch. Dass wir dann nach zum VW-Treffen fahren. Ja, für die Gegend ist es natürlich immer ein bisschen tricky, wenn so viele Leute da am Start sind. Ui. Oh ja, ich habe vergessen, auf Auto umzustellen. Ah, verdammt. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen aufpassen. Die haben uns auf den Kicker. Ja, die werden natürlich jetzt überall gucken. Ja, wie gesagt, wer war da schon mal am Wörthersee? VW-Treffen. Ich persönlich war auch schon mal zweimal auf dem... Ja, VW-Treffen hier bei uns in der Gegend. VW-Blasen hier auf dem Speedway. Loser Rennstrecke. Aber ja, da machst du ein Auge und hast da ein paar Überlegungen gemacht, was könnte man für sein Auto noch alles so benutzen. Und das erste, was ich ja, war ja mein Golf 3, wo ich ein bisschen rumgedoktert habe, aber beim Passat 3WG-Kombi habe ich ja wirklich sehr viel Geld gelassen. Und ich erinnere mich immer noch so Freitag,
wenn wir Richtung Disco gefahren sind, erstmal an der Tankstelle anhalten. Ja. Dieses, ich weiß gar nicht, gibt's überhaupt diese Sachen noch? Ich war so richtig ja Tankstellen-Assi. Also nicht, dass ich da jeden Tag da gestanden habe, aber am Freitag erstmal dahin. Wir haben uns eigentlich immer ein Käffchen geholt da, ja. Wirklich, Käffchen. Ohne Scheiß, wir haben uns einen Kaffee geholt. Und dann haben wir diese komischen Bücher da mal angeguckt, die Kataloge, wo dann halt die ganzen Tuning-Sachen dabei waren, ne? Schalten wir mal nach außen. Hoi, ja. Auf zum Wörthersee! Und ja, das war so. Ja, danach ging es dann manchmal nochmal zu Meckes. Da noch mal eine Spinnerrunde durch Cottbus machen und dann ab in die Disco. Ja, ich glaube, sowas gibt's gar nicht mehr so richtig, oder? Ich weiß es nicht. Ja, ich will mit dem Wagen jetzt auch nicht zu schnell fahren. Wir liegen ja eigentlich gut in der Zeit. Und wir können ja noch mal ein bisschen nach außen schalten. Oh, ein Prachtstück von Auto, wa? Der hat auf jeden Fall noch ordentlich Charisma, ne? Oder wie das heißt. Schweinerei. Ups. Na komm, ein bisschen blasen können wir jetzt. Na komm. Mal schauen, was er noch kann. Na toll, ja. Junge. Blinken. Ach, herrlich. Ab zum Wörthersee. Ich persönlich würde aber, habe da jetzt nicht mehr so die Ambition, an mein Auto irgendwas zu machen. Weil vom Werk her sind die schon so eingestellt, wenn ich überlege, bei meinem Golf habe ich dann, oder besser gesagt bei meinem Trabi. Das erste Auto, was ich hatte, war Opas Trabi. Und da habe ich von Arbeitskollegen eine Sony-Anlage bekommen. Mit CD-Wechsler und. Ja, hinten im Kofferraum alles eingebaut. Diese Anlage hatte ohne Scheiß 1200 Mark gekostet. Ich war Lehrling. Erstes Lehrjahr. Und habe das für 150 Mark abkaufen können. Das war von meinem Juniorchef. So. Ich hatte diese Anlage nicht mal eine Woche. Dann bin ich nach Hause mit meiner Mieze. Und hab das Auto einfach draußen stehen lassen, weil ich keinen Bock hatte. Wir wollten halt schnell hoch, ne? Versteht schon. Ja, und früh morgens schreit meine Mutter: Christian! Ich glaube, die haben so die Scheibe eingeschlagen. Ey, ohne Scheiß, da haben sie mir das Radio aus dem Auto geklaut. Wow, wie Sprit haben wir noch drin? Haben wir ja genug. Und ich drunter, ich dachte, nein, oh, ich war so sackig, ey. Ich war so sackig, war ein schöner Abend gewesen, zack, cool, geile Mucke drinne, Mieze mit nach Hause, Attacke Hü Amerika, und dann frühmorgens Scheibe weg. So, naja, dann alles sauber gemacht, dann musste ich die Brauchchen da nach Hause bringen. Und, oh, willkommen in Österreich, kommt jetzt gleich, juhu. Also, die Scheibe macht eine andere Grafik, ne? Merkt er, ne? Sieht so winterlich aus manchmal. Willkommen in Österreich. Oder ist es das Licht? Das Licht ist nicht, die Scheibe macht so einen komischen Ton. Ja, dann Kante von der. Ja, von dem Mädel, der Vater kannte den Typen vom Schrottplatz und dann bin ich dahin. Und da gab es eine ganze Tür. Habt ihr schon mal versucht, eine ganze Trabi-Tür in einen Trabi reinzumachen? Das schafft man. Aber sie wieder rauskriegen. Ich bin bald ehrlich geworden. Ja, weil der hat gesagt, entweder nimmst du die ganze Tür mit, so einfach die Scheibe ausbauen, geht nicht. Naja, hab ich das mitgenommen, haben wir die Scheibe umgebaut und ich weiß gar nicht mehr, wie wir es gemacht haben mit meinem Kumpel, glaube ich, zusammen. Meine Güte, war das. Ja, dann war die Anlage natürlich. Vor allem, das war so ein Sony-Radio, wo du nicht das Verdeck rausziehen konntest. Du konntest das ganze Radio so rausziehen.
Ja, die Halterung, alles war drinne. Also es war ein Dummdödel. Der hat es einfach rausgezogen, damit kann er noch nichts anfangen. Hinten die CDs war alles noch drinne. Ja, dann musste ich mir Neues holen und ja, dann habe ich günstig ein GVC irgendwie. Da war bunte Lichter, alles so, alles toll. Das war's, ey. Aber seit ich den Passat denn damals hatte, beim Golf hatte ich dann auch nochmal ein schönes, teures Radio reingemacht. Habe ich gar nichts mehr gemacht, weil die Anlagen, die heutzutage in den Autos drin sind, sind eigentlich schon ziemlich cool. Ja, muss ich eigentlich sagen. Ja, den Spiegel kann man leider nicht weiter nach außen machen. Oh, wie weit geht's denn noch? Ja, und das war auf jeden Fall eine Erfahrung, ne? Gut, bei den GVC konnte man den das Verdeck, oder war es ein Kennwort-Radio? Ich weiß gar nicht mehr. Konnte man das abmachen, aber das hast du auch nie mitgenommen, das unter dem Sitzzimmer geschmissen. Wer kennt das nicht, ne? Oh, das sieht so scheiße aus jetzt, wenn ich jetzt so in die Berge hier fahre. Wir gehen mal kurz in den Außenbereich. Oh, jetzt machen wir mal ein bisschen Hackengas. Au, oh, ah, Felge kaputt. Ah, die schönen BBS-Felgen. Ja, schön, das ist Geschmackssache, ne? Aber wir kommen auf jeden Fall richtig gut voran. Die Scheiben sind so zerkratzt, dass man gar nicht so richtig... Alter, ich glaube, ich bin ein Mädchen. Oh. Die Bremsen sind auch nicht mehr die besten hier, ne? Huch! Mach doch mal das Licht richtig an hier. Ah, ich fahre jetzt mit Standlicht, glaube ich, hier. Er will das Licht nicht richtig machen. Oh. Oh, jetzt. Jetzt. Ja, ist doch gut, Mensch. Was ist denn hier los, ey? Ach, das ist ein Maut hier. Mal ran hier. So ein Golf. Man sieht schon vorne, wie das Rad eiert, ne? Oh Mann. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, dieses Jahr wird auch kein GTI-Treffen sein, oder? Da wird auch bestimmt alles abgesagt sein, ne? So. So, jetzt aber. Jetzt aber. Mal wie das Auto hier nebenan, wenn man jetzt guckt, war ja ein Audi 100. Das, oder? Das war dann Audi 100. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Schubrakete. Warum man hier diese Scheibe mit so einem komischen Texturfilter hier drauf gemacht hat, um irgendwas alt wirken zu lassen, oder hier, Hans Wurst. Ah! Komm! Der will mich auch nicht vorbeilassen hier. Guck mal hier, der fährt mit einem Schwein hier rum. Oh, der GTI-Fahrer. Oh, jetzt wird Maximus wieder wahnsinnig. Jetzt geht's wieder los. Ab zum Wörthersee. Hui. Sowas macht man natürlich nicht links und rechts immer so hin und her springen auf der Autobahn. Bitte macht sowas nicht. Alter Schwede. Ich bin vor den gedrängelt. Ist das ein Zivilpolizeiauto? Es hat ja so eine Spots da vorne drin. Oh Gott, ich glaube, die jagen mich gleich. Das ist Zivilpolizei. So, durch. Bloß weg hier. Ja, Zivilpolizei. Ja, die müssen erstmal Mord bezahlen. Los, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh, komm, komm. Fahr doch schneller hier. Das ist GTI.
Ah, der will nicht so richtig. So, was fahre ich denn jetzt? Puh, 160. Ui, ja, da fliegt mir ja das Blech weg. Wie schnell ist denn der eigentlich gefahren? 180, 190 vielleicht, der GTI? Der Golf 2? Komm. Schaffe die 200 mit 200 Richtung GTI treffen. Komm, Baby. Das schaffen wir. Ja, wir schaffen's. Komm, wir schaffen's. 200. Bitte. Bitte, bitte. Die Lücke, die Lücke. Oh, waren wir bei 200? Ich habe extra Luft angehalten, aber hat doch nicht gereicht. So, ja, toll. Aber wir haben, glaube ich, jetzt erstmal die Polizei abgehangen. Ja, also das ist auf jeden Fall... das haben wir auf jeden Fall geschafft. Aber wir kommen jetzt auch nicht hier so richtig voran, ne? Also, ei. Pass auf, die Polizei hat Kontakt mit den LKW-Fahrern aufgenommen und die sollen mich jetzt hier ausbremsen. Ja, da geht bestimmt eine Eilmeldung rum. GTI-Fahrer aus Deutschland Richtung Wörthersee unterwegs. Den haben sie wahrscheinlich nicht gesagt, dass das GTI-Treffen abgesagt wurde im Jahr 2020. Ach, Klagenfurt. Oh, guck an, wir sind gleich da. Juhu. Fährt wie ein Geisteskranker auf der Autobahn A3 Österreich. Ich glaube, das ist auch hier A3, ne? Das Licht macht aber ordentlich Bananen hier. Junge, Junge, Junge. Außer gar kein Nasentrümmer hier. Der haut ja alles weg hier. Pfui, ey. So. Wie viele Kilometer haben wir noch? 60 kommen jetzt. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen Schubrakete geben. Ab zum Wörthersee. Wir liegen gut in der Zeit. So, jetzt geht's sogar ein bisschen bergab. Ich mach mal ein bisschen hier aus. Oh ja, freie Bahn, freie Bahn, freie Bahn. Überholt ja nicht hier. 200, komm. Wir müssen die 200 schaffen. Komm. Ha. Mal ein bisschen Luft einatmen. Ausatmen, dann bin ich schneller. Oh, da ist doch Polizei, oder? Nick, nick. 5000. Ach. So viel wert das nicht mal mein Auto. Oh, wir sind bei 2. Ja, wir sind bei 200. Ei, wir haben es geschafft. Mit 200. Oh, wir müssen hier runter. Ich glaube, wir haben die Ausfahrt nicht geschafft. Ah, verdammte Axt, ey. Na toll. Ich glaube, der hat nicht, ne? Ja. Gut. Ich würde sagen, wir haben es nicht ganz geschafft. Aber wir waren auf jeden Fall bemüht. Ja, ja, ich fahre ja gleich los. Wenn ihr mehr so einen Quatsch sehen wollt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare. Wir haben es nicht ganz geschafft. Wir haben uns überschlagen. Aber mal sehen, was für ein Auto wir als nächstes nehmen. Und da könnt ihr gerne... Gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, welche Fahrzeuge, Autos wir für unseren Fun-Dienstag nehmen sollten und vielleicht mal einen überkrassen LKW mit 25 Millionen PS. Wenn ihr da irgendwas habt, einfach einen Link unten in die Videobeschreibung, dann gucke ich mir das mal an. Und ja, aber ist denn wirklich das GTI-Treffen abgesagt? Ich weiß es gar nicht. Ab unten in die Kommentare. So, ich bin erstmal raus. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Lasst ein Abo da und ein Däumchen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Bye, bye.